mit Hass und Hetze, wie wir es vorher noch nie gekannt haben. Ist er auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für Sie? Wollen Sie künftig den Ton noch verschärfen? Also Sie framen jetzt mich mit Hass und Hetze, also genau diese ganze Rhetorik, die Sie gegen Donald Trump aufgefahren haben. Und da lassen Sie mich eins sagen. Donald Trump hat genau deshalb, wegen der Hass und Hetze, wegen der Verächtlichmachung aus dem Ausland, von den Mainstream-Medien, hat er diese Wahlen ja auch gewonnen, weil die Leute sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Dieser ganze woke linke Schwachsinn, der hier auch mit von den Mainstream-Medien gestützt wird, das lassen die Leute nicht mehr mit sich machen. Und vor allen Dingen haben die jungen Leute Donald Trump gewählt. Warum? Weil sie vernünftig ausgebildet werden wollen und nicht mehr diesen ganzen wokenlinken Gender-Quatsch gelehrt bekommen wollen, sondern echte Zukunftsperspektiven mit einem vernünftigen Bildungssystem. Und genau daran krankt es in der Bundesrepublik Deutschland aus. Ich werde Ihnen sagen, was passiert, wenn die AfD in der Regierung sitzt. Sie wird genau diesen ganzen Gender-Quatsch aus dem Bildungsplan rauswerfen und den jungen Menschen in diesem Land, der arbeitenden Bevölkerung, Perspektiven geben. Das hört sich ja sehr gut an.